Wir sehen es auf dem Trainingsplatz. 14 Spieler, ich habe gerade durchgezählt, die machen da ein flottes Trainingsspielchen zum ersten medienöffentlichen Training hier beim BVB. Mit dabei sind unter anderem natürlich Königstransfer und Neuzugang Mats Hummels. Der ist auch gerade bei der Runde um den Platz schon direkt vorne weggelaufen. Also der markiert hier direkt seinen Status als neuer Abwehrchef bei Borussia Dortmund. Es fehlen natürlich noch die Nationalspieler wie Manuel Akanji, Rafael Guerrero oder auch Marco Reus. Die sind noch nicht mit dabei. Außerdem fehlt Lukas Piszczek, der war Mittwoch beim Leistungstest, aber der ist jetzt wohl bei einer Belastungssteuerung. Außerdem sind natürlich André Schüle und Shinji Kagawa nicht mit dabei. Die dürfen den Verein verlassen, das hat Sportdirektor Michael Zorc auch gerade nochmal gesagt. Insgesamt wird aber auch wohl noch der ein oder andere Innenverteidiger gehen. Da gibt es mit Mats Hummels ja ein absolutes Überangebot. Wer das sein wird, ob es schon Angebote gibt, da hält sich der Sportdirektor natürlich geschlossen. Auf jeden Fall, es wird noch einer gehen. Wir warten ab, wer es sein wird. Und die Mannschaft macht sich auf jeden Fall warm, denn das ausgegebene Ziel ist ja dieses Jahr Meisterschaft. Das ist neu. Wir freuen uns auf die neue Saison.